Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. Jo, ich glaube, ich mache auch dann für heute schon mal wieder Schluss. Also sprich, das ist der letzte Part für diese Aufnahmesession, weil mein kleiner Finger, der beschwert sich schon die ganze Zeit, der Steuerung drücken ist anstrengend. Und deshalb werden wir es bei 5 Parts mal belassen, weil ich muss auch noch Alex aufnehmen. Und ja, ich dachte mir, wir schauen uns mal hier oben ein bisschen um. Es scheint hier keiner zu sein. Leslie, hierher! Oh Gott, nein. Was? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Verstecken, okay. Ich wollte nur schauen, ob in den Schränken noch was sein tut, aber dem schaut nicht so aus. Wie gesagt, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das alles hier richtig ist, was ich mache. Ich hoffe es natürlich immer wieder. Wow, wir haben es gefunden. Ich glaube, das war Munition. Ich nachladen brauche ich nicht. Okay, ist voll. Gut. Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Aha. Ja, zuerst, bevor wir ihm folgen, ist klar, was wir tun werden. Kisten aufschlagen. Und auftreten. Und schauen, ob es irgendwelche Items gibt für uns. Ja, das war schon in Ordnung. Ich bin leicht angespannt, es tut mir sehr leid. So. Aha. Hier haben wir auch was. Vielleicht dann noch einmal dort im Zimmer rein. Alter, mein Finger. Ah. Ich glaube, da können wir Licht machen. Da war was. Öffnen. Okay. Nehmen wir mit. Streichhölzer verstecken, brauchen wir nicht noch dabei. Okay. Ich weiß auch nicht, ob es so gesund ist, in den Keller da zu gehen. Aha, ich glaube, da geht's raus. Ah, da sind wir. Cool, eine Axt. Die ist sehr, sehr gut. Ah, jetzt sind wir... Okay, verstehe schon, jetzt sind wir da. Okay, ich gehe wieder rauf. Das lassen wir vielleicht für später. Probieren noch die andere Seite runter zu gehen. Hier hin, genau. Da haben wir noch mehr Streichhölzer, das ist super. Ein paar Kisten zum Zerdeppern. Wo aber leider nichts ist. Da haben wir noch was zum Zerdeppern. Leider auch nichts. Gott, das wird ein bisschen schrecklich, glaube ich. Okay. Ich glaube, wir dürfen zurückgehen. Wir können, glaube ich, auch sogar normal gehen. Da es hier keine Viecher gibt. Noch nicht. Ja. Und dann würde ich sagen, wir sollen leise dem Kerl da folgen. Was haben wir hier Schönes? Aha, es geht automatisch. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Toll. Mich auch.
Die sind hier überall. Toll. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Das heißt, wir müssen sie weglocken. Ich wäre dafür, dass wir sie umbringen. Was kann die Kurbel da eigentlich? So wie es ausschaut, nix. Ah, abscheuliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durch kann. Toll. Ja, und was willst du jetzt machen, du Depp? Will er sie jetzt weglocken? Da ist auch nichts drin, so ein Scheiß. Hier drüben! Hier! Hey! Hier drüben! Spinnst du? Der Alte geht dabei noch drauf. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Können wir von hier runterspringen? Kontrollpunkt, okay. Moment, ist da ein Vetter? Oh Gott. Ja, wenn das weitergeht, gehe ich noch drauf. Ist der etwa da drinnen? Oh. Laufen. Ja, ja, wie immer die Energie aus, ne? Jawohl. Die Axt geht gut. Du darfst den verbrennen. Danke. Oh, cool. Also, es scheint sich zu lohnen, die abzuheizen. Die Axt ist cool. Hätte nicht gedacht, dass die so cool ist, eigentlich. Dann wäre es gut, die oberen umzuhauen, oder? Was haben wir hier? Irgendwas war da gerade. Ich kann es schon wieder nicht da nehmen. Eine Flasche, ach so. Super, geht auch. Ja, vielleicht können wir den lautlos umbringen. Jawohl. Das ging gut. Abheizen. Und mitnehmen die Sachen. Super. So, dann war, glaube ich, noch einer, ne? Mach das Licht aus. Du Pfosten, echt. Oh. Warum habe ich jetzt keine Axt mehr? Ich glaube bloß, die wird kaputt.
habe jetzt keine Axt mehr. Kann ich gesagt nicht sagen. Umdrehen, verbrennen, geht schon. Passt. Warum ist die Axt jetzt weg? Hm. Verstehe jetzt nicht so ganz. Ehrlich gesagt. Jo. Habe ich die jetzt verloren? Weil ich die Flasche aufgehoben habe? Das wäre ungut. Oder kann die zerbrechen? Dann haben wir hier was. Keine Ahnung, warum wir da was untersuchen sollen. Was soll ich da sehen können? Beziehungsweise weiß jetzt nicht, wie ich da wieder wegkomme. Hallo? Was soll ich denn sehen? Hallo? Kannst du damit aufhören, Vera? Habe ich jetzt... Ah, okay. Ich hätte gern meine Axt wieder. Ganz ehrlich gesagt. Ist sie hier? Na, nur eine Flasche. Wo habe ich denn jetzt die Axt, bitteschön? Die ist weg, ne? Habe ich die verloren? Wäre aber sehr ungut. Oh je. Ach komm. Ich hab's mir noch gedacht, vielleicht ist da noch irgendwo eine. Soll ich das jetzt wieder laden? Ich hab keinen Bock. Ach Mann. Muss ich die ganzen wieder umbringen? Mann, das ist nervig. Das ist richtig nervig. Man muss hier halt immer fort durch die Gänge schleichen, ne? Das wäre halt am besten. Schluck, Alter, ich bin gerade voll am Schlucken. Aber ich fürchte... Okay. Eine Bärenfalle. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich wollte den Part eigentlich auch beenden nach dem hier, aber ich fürchte, kontrollpunktmäßig wird es da mal nichts geben, ne? Puh.
halt das Gemeine, ne? Das ist halt wirklich das Fiese und Gemeine, dass man nicht speichern kann, wann man möchte, ne? Wenn ich jetzt richtig Pech habe. Wenn ich richtig Pech habe, muss ich noch weiter spielen. Alter. Ich versuche da mal hochzuklettern. Jo. Ich nehme mal an, dass da oben was sein tut, geben tut. Ja. Okay. Wow. Okay. Alter. Was haben wir da? Neuer Gegenstand. Eigenschaft. Blendbolzen. Aha. Ein Sprengkopf für die Qualenarmbrust, die wir nicht haben. Der Gegner mit einem grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Okay. Ich fürchte auch ganz stark, dass wir noch ein paar dranhängen müssen. Ich fürchte auch dort, wo das große Monster drin ist, dass wir dort vielleicht die Armbrust finden. Leicht angespannt. Was? Wer schießt denn da bitte auf uns? Ein Schweinchen. Hallo Schweinchen. Ich gehe da mal hoch. Und wer bitte hat jetzt da auf uns geschossen? Alter, ich bin voll angespannt. Ich versuche gerade verzweifelt Sachen zu finden. Ich habe, glaube ich, gerade eine Scheibe eingeschlagen. Ja. Ups. Der Part ist auch gleich zu Ende. Alter. Und ich muss noch schnell auf die andere Seite. Weil, da gab es nämlich ein Bäumchen. Und das möchte ich gerne entschärfen. Siehst du? Da steht er. Da ist er. Also, Leertaste nicht vergessen. Jawohl. Sehr gut. Dann schauen wir gleich, ob es noch eine gibt. Psst! Zu laut. Eine Granate. Aha. Ach, mein Finger. Eine Granate. Mit Maus 2 zielen und mit Maus 1 werfen. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Wahrscheinlich vererbt oder so. Okay. Okay, dann haben wir hier noch ein Schachtelchen. Nehmen wir auch gerne mit.
Gut, dann hätten wir das hier auch schon. Na, ich glaube, für den großen Heini werden wir diese Granate brauchen, fürchte ich. Dann haben wir hier vielleicht noch was. Yeah, Munitionchen. Das ist gut. So. Mein Finger. Ich würde sagen, wir klettern da noch hoch. Ich probiere es einfach mal. Aha. Ah, der ist da unten angekettet. Achso, und ich denke schon, was macht denn das so für ein Lärm? Okay. Aha. Ah, da sind wir voll. Okay. Auch nicht schlecht. Okay, also für ein Streichhölzchen hätten wir da oben noch was. Okay. Wenn der angekettet ist. Der hat eine Truhe da. Können wir das denn mit der Granate probieren? Können wir den von da herum schon niederballern? Das würde mich echt freuen. Ich habe nichts zu speichern, ne? Und der Party ist wieder zu Ende. Ah, ja. Aha. Würde das so klappen? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mal. Oh. Okay, ich sollte vielleicht auch weggehen. Hat der jetzt Schaden bekommen? Schaut, glaube ich, nicht so aus, ne? Und erschießen geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Erschießen geht wahrscheinlich... Ich probiere noch kurz was. Er kann klettern. Okay. Jetzt werden wir sehen. Ich versuche nachzuladen. So geht das nicht. Habe ich schon drinnen? Ich glaube. Na, gute Nacht. Ich hoffe, das geht, dass man hier runterschupfen kann, sonst haben wir ihn. Jetzt hätte ich die Granate brauchen können, ne? Ah, da kommt er eh schon. Ach, du Heilige. Ja, da hätte ich jetzt die Granate gebraucht, wahrscheinlich. Hey, wir müssen zuerst den Kopf schießen. Naja, ich müsste eh den Part beenden und, ich glaube, wir machen das dann nächste Woche. Okay, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ach, du Heilige. Oder soll ich noch einen Part machen?
Ich glaube, machen wir noch einen. Probieren wir es mal aus, ob es überhaupt klappt. Ansonsten muss ich mir die Granate eben aufbewahren für den jetzigen Moment. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!